und willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Jetzt will ich zu einem Sanatorium hin, was an sich mehr eine Ruine ist. Ich werde auch nicht reingehen, weil das Ding hat eine warme Sanierung hinter sich und es ist einfach viel zu gefährlich, das Ding zu betreten. Also bleibt dran, es wird bestimmt interessant. Das erste Gebäude. Das auch schon schwer mitgenommen ist. Da werden wir aber auch keinen Schritt reinsetzen. Auch wenn die Tür ein Land offen steht. Man muss nur sehen, dass da drin schon die Decken runtergekommen sind. Ist auch nicht mehr lange. Dann ist das auch nur ein großer Schrotthaufen. Guck mal, wie schief schon die Treppe da oben drin ist. Da wachsen schon Brennnesselschlauchen da. Da sieht man es ja auch, dass die Decke runtergekommen ist. Das Ding fällt unter lebensgefährlich. Und da wäre das Sanatorium. Und auch wenn es von hier zuerst gut aussieht, es geht schlimmer. Vor allem von der anderen Seite. Und hier kann man dann so richtig den Grund sehen, warum ich da gerade hier nicht reingehe. Da ist die Decke runtergekommen, bis ins Erdgeschoss. Das Ding ist lebensgefährlich. Trotzdem gehen immer wieder tollkühne, wagemutige Leute da rein und machen Bilder da drin. Ein großer einladender Eingang, aber wenn man dann durch die Fenster in die erste Etage guckt, nein danke, ohne mich. Durch Zufall habe ich die nur gesehen, 2-3 Schritte von dem Zaun weg. Das ist auch schon kräftig zusammengestürzt. Und das wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Ein, zwei Stürme noch, das war's dann. Und hier kann man sehen, dass das Ding wirklich gefährlich ist. Der Zaun im wahrsten Sinne des Wortes ist wie Maschendraht verbogen. Wenn man dann hier hochguckt, es kam von da. Da sieht man auch die Spuren der warmen Sanierung. Auch wieder eine einladende offene Tür. Aber ich werde das Ding garantiert nicht betreten. Warum ich von einer warmen Sanierung spreche, ist natürlich ganz einfach. Ich habe mich bei meinem ersten Besuch vor ein paar Jahren mit jemandem hier unterhalten, der die Geschichte kannte. Und nach dem Verkauf und nachdem das alles nicht so geklappt hat bis bei dem neuen Besitzer, ist das Ding auf einmal in Flammen aufgegangen und man vermutet eine warme Sanierung und keine Urbexer. Das hier, wo ich stehe, das muss man vermutlich sowas wie ein Parkplatz für Dienstwagen, für die Dienstwagen oder sowas gewesen sein. Und die haben auch die Mülltonnen gestanden. Und die ganze Zeit von hier aus höre ich da ein Klopfen raus. Und ich weiß nicht, ist einer drin? Oder ist das einfach nur etwas, was im Wind irgendwo gegenknallt? Es gibt nicht viele Gebäude, wo so alle Türen offen stehen. Aber der Zustand alleine sollte schon Warnung sein. Und wenn ich mal angucke, wie die Wand schon drüber hängt, ist selbst hier diese 2-3 Meter, die ich davon weg bin, gefährlich.
Die Lüftungsrohre lassen darauf schließen, dass hier wirklich mal die Küche war. Und jetzt guckt euch mal das hier an. Da seht ihr richtig, wie der Boden aufgegangen ist mit der Hitze und eingestürzt. Und ansonsten aber die Ziegel, die Schornsteine, die trotzen teilweise immer noch. So, weiter oben ist noch was versteckt. Mal gucken, ob wir das finden. Da vorne sieht das zwar ja nach einer Feuerstelle aus, aber ich würde eher vermuten, die hatten hier einen kleinen Teich. Also irgendwas stimmt hier nicht. Das ist ein ganz komisches Ding. Weil ich habe ein ganz komisches Gefühl. Seit ich unten bei den Sanitären weggegangen bin und ich da drin die Geräusche gehört habe, habe ich das Gefühl, beobachtet und verfolgt zu werden. Obwohl ich mir sicher bin und es auch weiß, dass hier weder Kameras noch Bewegungsmelder oder irgend so ein Scheiß ist. Das ist ein Zweifamilienhaus, zumindest ein Haus mit zwei Wohnungen drin. Ich habe mir das mal vor 2 Jahren angeguckt halt. Aber das ist nicht so toll, wie es aussieht. Also irgendwie ist alles total zerstört. Also lohnt tut sich's nicht, auch nicht für Fotos. Das liegt ja hier mitten im Wald heute. Hat er eine Idee? Ärztewohnung, Personal. Die Tanne lag da auch noch nicht hier. Und wenn ich mich umgucke, davon ist mindestens einer auch abbruchgefährdet. Na komm. Wenn wir schon hier sind, können wir auch den Urbexer Pfad nehmen. Wundern, dass keiner den Kellereingang freigeschnitten hat. Auch schon lange keiner mehr unten. Ein Hintereingang. Das war sogar mit dem Zaun mal getrennt. Oh Gott. Teppichboden lag immer drin. Der liegt ja immer noch drin. Treppe, der ich keine Vertrauen schenken werde. Das wird gerade das Wohnzimmer gewesen sein. Nein, da gehe ich nicht runter. Ich habe nicht keine Taschenlampe dabei. Das hier schreit nach einem kleinen Schlafzimmer oder so. Nein, Küche. Vorratsraum. Und da hier hätten wir ein Schlafzimmer, vermutlich, und Badezimmer. Und oben wird vermutlich auch nur ein Schlafzimmer sein. Das war's, raus hier. Ja, ich weiß, ich habe mal gesagt, ich mache keine Privathäuser. Hier habe ich eine Ausnahme gemacht, weil ich wusste, dass hier nichts drin ist. Dass hier wirklich nur alles kahl ist. Und das gehört irgendwie zu der ganzen Anlage.
Und die zweite Wohnung gehen wir gar nicht erst rein, die sieht genauso aus. Wenn nicht sogar schlimmer. Und jetzt gucken wir mal, ob wir Nummer 3 finden. Und das sieht man wirklich erst fast, wenn man davor steht. Aber das fällt auch mitunter lebensgefährlich, da reinzugehen. Und schon wieder Geräusche daraus. Das sieht wunderschön so eingewachsen aus. Und irgendwann wird es den großen Krawumm geben. Und dann ist es eingefallen. Da oben sind sogar noch die uralten Stromabnehmer dran. Dachrinnen sind natürlich verschwunden. Da, wo die Lüftung drin ist, ist sogar noch die Glasscheibe heil. Durch die Sonne sieht das richtig aus, als ob da drin das Licht eingeschaltet ist. Ach du liebes bisschen. Guck mal. Das ist der Baum, der tut sich mit dem Wind bewegen und gegen das Dach drücken. Wenn ich jetzt angucke, was ich gerade sagen wollte, da drin schien wirklich noch Einrichtung gewesen zu sein. Wenn ich mir die Bäume hier im Wald so angucke, ist das generell ein gefährliches Unterfangen lang zu gehen. Denn was ich hier an Totholz in den Bäumen sehe, da müssen wir schon bald einen Helm bei aufsetzen. Hier vor mir war früher mal eine Treppe. Gut ist, dass man selbst jetzt kann man noch was hat von der Pracht erkennen. Ist die Treppe sogar noch teilweise da. Aber hier auch. Betreten kann absolut tödlich enden. Hier gab es dann vermutlich mal sowas wie den Kellerzugang, wie es aussieht. Auf jeden Fall hat man hier gebuddelt. So, da soll es dann noch gewesen sein. 3 Gebäude in einem Video ist viel, oder? Zwar nur von außen, 2, aber wirklich, das ist lebensgefährlich, da reinzugehen. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt gerade hinter mir knatschen gehört habt, das Gebäude. So, dabei belassen wir es dann auch diesmal. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Dann bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, abonniert den Kanal und Video zu Ende, Ende und aus.